Rolle Untersetzer Simulator. Man, wer entwickelt denn sowas? Wer stellt sowas? Da muss doch eine Qualitätskontrolle sein. Stella Rush, Crazy White Ribbon. Schau mal, das hat eine 5-Sterne-Bewertung, aber nur eine. Ich will das haben. Walze, Untersätze, Kommando, Schlacht, Schieß. Das kann doch keiner ernst meinen, so eine Scheiße, oder? Moin moin ihr Schnittchen und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich sitze hier nicht allein, hier ist der Marvin und wir haben heute den Plan, wir haben uns hier ein iPad hingestellt, einen kühlen Hopfenblütentee und wir testen mal Freizeitparkspiele, aber natürlich alles fernab von Rollercoaster Tycoon, Theme Park Manager oder so, sondern wir testen einfach mal Quatsch. Das, was richtig schlecht übersetzt in den App-Stores dieser Welt ist, da gucken wir jetzt einfach mal rein, was diese Spiele können, ob sich das lohnt, ob da vielleicht auch mal was Cooles bei ist, man weiß es ja nicht, vielleicht macht ja irgendwas davon auch Spaß, aber wir haben uns gedacht, wir testen jetzt mal Mobile Games, Freizeitparks, Achterbahn und ja. Ach, du Scheiße, US Army Rollercoaster Shooting. Ja, also ich muss ehrlich sagen, das sieht scheiße aus. Das ist einfach das so ein Bild von Jarhead oder Call of Duty oder so und dann ist da halt einfach so ein Vekoma Arrow Looper. Also, oh. Ja. Oh Gott. Was haben wir denn? Nee. Limo fahren, Stunt Autofahrer. Autoschlacht schießen Spiele. Jet Autos, GT Rennfieber. Verwandeln Rennen Spiel. Also Markus, ich muss dir ganz klar sagen, wenn das nicht für Qualität steht, was sie hier sonst... Werken, Polizei oder Gangster. Wildwesten, Cowboy versus Gorilla. Geheimagent versus Ausländer. Geheimagent versus Ausländerinvasion. Reichsgalaxie. Kack ab. Reichsgalaxie. Ja, komm, du darfst auch anfangen. Okay. Play. Ach du Scheiße, ich Select hab Level Angst. Ich 1. Hab Angst. Select. Ach du Scheiße. Kill two Bikers in one Soldier. Natürlich, warum auch nicht? Ach du Scheiße. Ah, schau mal, so kannst du. Also. Ach du Scheiße. Wie kann ich denn schießen? Schießt der von alleine? Ich auf Plus? Oder schießt er alleine? Ich glaube, der schießt von alleine. Ach du Scheiße. Okay, also der Sinn des Spiels ist es, wenn man das Sinn nennen möchte, was kann man denn hier machen? Ah, da kannst du zoomen. Der Sinn dieses Spiels ist, es ist auf einer der unrealistischsten Achterbahnen mit PlayStation 1 Grafik. Nee. Einfach nee. Zu fahren und dabei nimmst du deinen Finger, um zu zielen. Und ich glaube, wir sollten jetzt zwei Biker und... Ah, schau mal, der ist weg. Aber zumindest eins muss man ja lassen. Die USK braucht sich ja wenig Gedanken drum machen, weil du siehst wenig. Hallo, kannst du da mal drauf schießen? Nee, das ist unser das US Army. Kurve nach rechts. Wie Game Over. ich hab doch 5 Kills. Was hab ich? Ja, aber du hast die Biker nicht getroffen. Ja, dann bist du jetzt. Jetzt mache ich jetzt mal. Kill two Bikers and one Soldier. So. Bam, bam, bam. Bam, bam. Stirb. Bam, 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 bam. Zack, zack. Aber wo sind die Biker? Und man kann ja nach hinten. Jung. Es gibt keinen Achterbahnwagen. Es gibt nichts. Die Grafik ist unfassbar mies. Das Spiel. Ich weiß nicht, was das soll. Ach so, das fällt dir jetzt auf. Wo sind die Biker? Hallo, die Mission ist Biker töten. Ich habe nur noch 15 Sekunden Zeit. Ja. Wo sind denn die Biker? Oder muss ich die jetzt. Ist das ein Wimmelbild und muss die erstmal finden irgendwo? Ja, ich habe auch noch keinen Biker gefunden. Das ist bestimmt auch wieder Lost in Time. Ja. Ah! Level complete. Markus, du hast es auch einfach besser gemacht als ich. Ja, ganz klar. Ich bin Profischütze und Profi-Achterbahnfahrer deswegen. Willst du Level 2 nochmal spielen? Ah. Drei Biker, zwei Soldaten und ein... Aber das ist ja dasselbe! Das meinen die doch nicht ernst. Ich würde ernsthaft vorschlagen, dass es das war. Ja, genau. Nein, ja. Nein, hallo, Spiel raus. So.
So, deinstallieren, App löschen. Ja, das erste Spiel war der Hammer. Ja, ist mein neues Lieblingsspiel. Also, wo sind denn die anderen Spiele alle hin? Team Park Fun 3D. Das war, glaube ich, das mit den coolen Minispielen. Stimmt! Oh, warte. So, wir müssen mal umswitchen, weil das ist nur hochkant. Ja, natürlich. Okay, da unten ist schon Werbung. So, was muss man denn machen? Muss man drücken? Ja. Oh. Nee, das war nicht das mit den Minispielen, das war irgendwas anderes. Weiß ich nicht, das ist Level 1. So, ist da Ton? Nö. Geil. So, ich drücke jetzt mal. Oh nein, jetzt gleich. Ah, die Energie geht aus, wie das bei Achterbahnen so passiert. Jetzt gleich habe ich keine Energie mehr. Oh ja. Ach, Runde geschafft. Ich meine, wer bisher noch nicht wusste, wie eine Achterbahn funktioniert, Anna Fender. Wer bisher noch nicht wusste, wie eine Achterbahn funktioniert, man drückt halt ganz offensichtlich auf einen Knopf und dann fährt der Achterbahnzug los. Da, guck mal, Level 2. Not allowed. Hier, das darfst du nicht mitnehmen, das darfst du nicht mitnehmen. Das auch nicht. Und die Brille auch nicht. Yeah! Aber was ist das jetzt für eine... Ja, schau, sie darf den Hut und die Perlenkette nicht mitnehmen. Yeah! Ich meine, die Werbung unten... Yes! Ja, aber das Spiel ist auch Tap to Start. Also wir sind in der Mitte und wir müssen... Was muss ich denn machen? Ach so. Ah. Hey! Was ist denn mit denen? Können die mal weg? Ah, okay, das ist der Booster. So, weg. Ich bams die weg, so nehme ich. Zack. Noch ein weiter. Bam. Guck mal, das ist der King Kong Ride. Das ist der King Kong Ride. Da ist der King Kong Ride von Hus. Scheiße. Das haben wir schon gewonnen. Ja, also das Spiel fängt einfach an, ohne irgendwas zu erklären. Man wird einfach reingeschmissen und muss machen. Man hat unten so einen Werbebalken drin. Nach jedem zweiten Spiel kommt schon ein Werbung. Nach jedem Spiel, glaube ich, oder? Nee, nach dem zweiten hatten wir es nicht. Special Item. Get it. Ja, natürlich. Ja, hallo, das ist der Angucken, damit wir einen super Hammer kriegen für Hau den Lukas. Thors Hammer für Hau den Lukas, Alter. Leute, ihr dürft echt, wenn ihr Handyspiele spielt, ne? spielt ihr dann nur so Candy Crush, was ihr kennt, oder scrollt ihr auch ernsthaft so durch den Shop und ladet euch Sachen runter, die halt so scheiße aussehen? Also wer lädt denn das runter, außer jetzt so Idioten wie uns? Yes, wir haben den super Hammer. Thors Hammer, so drück. Ah. Ne, aber guck mal, scheinbar hat sich ja wenigstens jemand Gedanken gemacht bei verschiedenen Minispielen. Ja. So, Level 4 geschafft. Ah ja, oh, Alter. Diese ganze Werbung, die man angezeigt bekommt, das ist doch alles... Seeds left, 8, im Riesenrad. Muss ich die jetzt fertig machen? Oh! Ah, du musst dich vorpfuschen? Ich muss mich vorpfuschen und darf nicht erwischt werden. Ah. Oh, Line-Jumper-Simulator. So, jetzt kann ich einfach vorbeigehen, oder was? Ja, weil jetzt ist ja keiner mehr da. Mhm. Hauptsache, die interessiert das einfach gar nicht. Level 5 completed, yes. Can you ride the ride? Can you ride the ride? Ja, der kann. Nein, wie blöd ist das denn? Ach du Scheiße. Wie dumm, ey. Der darf, der dahinter ist bestimmt jetzt... Der ist zu groß. Boah, ist das schlecht. Alex, was machst du da? Darfst nicht fahren. Und Werbung. Nein, ich will das nicht bewerten. Das Spiel hatte irgendwie 5 Sterne fast in der Bewertung oder 4,5. Haben die Werbung nicht gesehen dafür? Das frage ich mich auch. Ich glaube, das wäre, die will ein mittelgroßes Orangengetränk haben. So, was will der? Large Kiwi. Kiwi? Großen Kiwi-Slush, ey, das ist auch geil. Oh, mega. Jetzt habe ich Bock. Wie kleiner Erdbeer. So, und das war's jetzt wieder. Das war jetzt das Level. Wie viele Level gibt's da? Nee, Jendaya will man nicht. Was bringt ein... Oh, jetzt schon wieder Werbung! So, wir lassen das besser. Ja. Ich gebe dir das mal. Also, das Spiel, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hieß. Hatte das einen Namen? Theme Park Fun. Theme Park Fun 3D. Ladet's euch nicht runter. Ich muss sagen, das... Auf den ersten Eindruck, so diese Minispiele ist ganz okay. Grafik ist halt schlecht. Ja. Diese Werbung nervt unnormal. Also das ist halt schon viel zu viel Werbung. Und die haben halt null Anspruch. Also ja. Aber auch komplett ohne Erklärung. Also dafür, dass sie halt... Weil die da halt steht doch keinerlei to start. Ja, stimmt. Ja. Das reicht ja wohl als Erklärung. Was nehmen wir denn jetzt mit Scare Your Celebrity to Death? Ja, machen wir mal. So, hier können wir auch Enable Blood und Remove Ads. Also Enable Blood machen wir mal direkt, wenn das geht. So,
Jetzt müssen wir bestimmt einen Euro. Ein Euro zahlen, ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt, dass ein Euro zahlen muss, um Blut zu haben. Was ist das denn? Am Arsch die Räuber, Alter. Ach, ja, du machst mal. Okay. Wir sind, kennt man die? Scare celebrities to death, but not lose them. Okay, okay, just deliver their heads. Hui! Hui. Was war das denn? Oh Gott, ist das dumm, ey! Wo sind denn die jetzt? Wo sind denn die jetzt? Das ist Markus! Der kommt! Was ist das denn für eine Scheiße? Ich hab was ist das denn? Ich hab original wieder alles gesehen. Was ist das denn für ein Müll? Kann man das jetzt nicht machen? Ich hab die aber nicht zu Tode gescared, sondern die sind einfach weggeflogen. Ich mach mal Exit. So, jetzt probiere ich auch mal eine Runde. Vielleicht bist du wieder besser als ich, keine Ahnung, aber es gibt auch ein Leaderboard. Celeb Rush Crazy Ride with a Celebrity and the Roller Coaster. Wer kennt's nicht? Bestes Spiel, also muss man sagen. So. Wer ist denn das jetzt? Ich glaube, ganz das Marilyn Manson, oder? Ja, los. Das sieht aus wie einer von. Das sieht aus wie Tom Cruise. Warum hebt der denn hoch? Alter, es geht doch nur hoch. Wie kann man denn da abheben? Hör mal auf damit, ey. Was ist mit dir? Ey! Und weg. Nein! Brems! Bremsen! Du fährst jetzt über die drüber. Kann sein. Also ich glaube, das Ziel des Spiels ist es, wir sehen hier im oberen Teil des iPads, sehen wir halt, wie der Fahrtverlauf ist und relativ langsam über die oberen Sachen halt, drüber zu fahren. Dann fahre ich halt alleine. Fährst halt ohne die Celebrities weiter. Vielleicht fliegt mein Zug auch weg. Keine Ahnung. Aber ist das hier unten jetzt eine Anzeige, wie man bremst? Ahnung, ich weiß nicht, was diese Anzeige soll. Keine Ahnung. So, aber oben zeigt er dir auf jeden Fall den Fahrtverlauf an. Das scheint jetzt das erste Level zu sein oder vielleicht auch das einzige Level, who knows. Und das Ziel ist es, möglichst viele Celebrities wieder mitzubringen, aber die besonders gescared zu haben. Jetzt haben wir die alle verloren. Ich habe 1478 Punkte. Das ist die Score-Anzeige hier unten. 100%. Ach du Scheiße. Gott, ist das scheiße. Boah, das können wir direkt wieder lassen. Also, ja. Celeb Rush Crazy Ride. Ich verstehe das Grundprinzip von diesem Spiel. Das habe ich aber vor 20 Jahren in der Schule auf dem Rechner im Browser mit Windows 98 schon gespielt. Ja. Und das war einfach schlecht. Also, das ist einfach schlecht. Ladet es euch nicht runter, das ist einfach schlecht. Oh Mann. Ich finde, das sieht witzig aus. Ja, aber was macht man denn da? Wo soll ich denn das wissen? Ah, nee, nicht frei. Entschuldigung. Ey, hallo, hier gibt es voll viele verschiedene Layouts. Aber was soll das sein? Also, um euch das kurz zu erklären, ich mache nichts. Oh, man kann auch reinzoomen. Der ist zwischen 20 und 200 km/h unterwegs. Oh, on-ride. Aua. Kann man das auf dem Kanal hochladen? Zählt das als offizielles On-Ride? Boah, Alter, also, das kann doch keiner, ey, was ist denn das? Ey, Markus, da kannst du Cinematic Off-Ride machen. Ey, du machst doch in Blender, in 2 Sekunden hast du doch wenigstens eine Kugel als Kopf. So, was ist das denn? Jawohl, das finde ich ja witzig, aber wenn es halt ein Spiel gäbe. Aber ich habe auf Play gedrückt, weil das ist doch kein Spiel. Aber wie? Also ich frag jetzt mal euch in den Kommentaren, was ist das Spielprinzip? Habt ihr das? Kann ich die Kamera, die kann ich jetzt aber auch nicht bewegen, die ist nur auf den Mittelpunkt fixiert, ne? Ja, aber du kannst sie ja zumindest drehen. So, Licht aus, aber man muss da irgendwie reinkommen. Ja. Geht nicht. Kann man hier noch was, komm, wir nehmen mal was anderes. Das hier sieht doch, Simple Toy Open. Mhm. Aha. Also das Spielprinzip ist dasselbe. Du guckst zu, wie diesmal zwei Typen fahren. Ein Zweierzug. Ja. On-Ride. On-Ride. Arm hoch beim First Drop. Boah, ist das, also, nee, das kann man sich nicht mit angucken. Was ist denn Edit? Jetzt kommen wir dem Ganzen auf die Schliche. Aber was kann man jetzt? Wahrscheinlich kannst du an den Punkten hier editen. Ach, guck mal, das kann man. Ja, du kannst das Schild verschieben. Können wir die da reinfahren lassen? Ich frage für einen Freund. Kann man das auch neigen? Nee, neigen ist nicht. Du hast ein Looping.
Ja, aber warum? Wofür? Was soll und du weißt auch noch nicht, wo der ist. Wie kommt man denn zum Looping hin? Der ist jetzt, wird jetzt einfach dahingestellt. Oh Mann, ist das scheiße. Okay, da kann man Sachen einblenden, ausblenden, andere Stützen machen. Was ist das? Einen anderen Untergrund? Boden. Boah, eine andere hässliche Textur, die sich nach 2 Zentimetern wiederholt. So, das war das Spiel. Ja, aber wir haben. Ich will jetzt, Markus, ich will jetzt diesen Looping ein. Aber ich finde es toll, dass da steht, dass das mit 60 Frames die Sekunde läuft, dass es so bei dieser, bei diesem Anspruch, bei diesem grafischen Anspruch, dass es so stabil läuft. 60 FPS ist schon. Das ist, strong. Also. Ja, das ist doch. Also. Boah, nee. Also. Leute, wenn ihr eine Achterbahn bauen wollt, dann nehmt Planet Coaster oder No Limits, was richtig geil dafür ist, oder Parkitect. Keine Ahnung. Von mir aus nimmt Roller Coaster Tycoon. Aber nicht so ein Quatsch. Nicht so einen Quatsch. Roller Coaster. Das war Roller Coaster Builder Travel. Natürlich, Roller Coaster Builder Travel. Wer kennt das nicht? Das haben wir vorhin gesehen beim Runterladen. So. Wer kennt's nicht? Daran erinnere ich mich. Ja, komm, dann mach mal. Puzzle Game. So, choose a level. Boah, das sieht schon so scheiße aus, wirklich. Wie kann man denn, also... Start. Ob der da entgleist? Nein. Schade. Finished. Also, das sieht aus wie bei Blobby Wolli, die Schrift. Ja. So. Auch wenn ich sagen muss, das ist bisher... Das sieht zwar natürlich super scheiße aus, ne? Also, muss man schon sagen, klar. Das hat auch keinerlei Anspruch. Start. Aber es ist... Oh, vielleicht fliegt der jetzt raus? Ah, nee, doch nicht, okay. Aber es ist das Einzige, was bisher einem Spiel nahe kommt. Ja, ich sehe das. Kann man sich da Wiederholungen angucken? Du kannst einen Lift bauen. Nee, so hoch kommst du nicht. Hier kannst du einen Lift bauen. Sicher, dass ich so hoch nicht komme? Ja, dann drück doch Start. Ja. Ja. Guck. Das ist, wenn du nicht auf den Papa hören willst. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, so. Zack. Bam. Und jetzt muss von da oben weiter dingen. Guck, ob das funktioniert. Oder ist das sogar ein Abschuss anstatt ein Lift? Ah, fast! Fast! Ja, komm, ich mach da mal anständig hier. Aber man erkennt zumindest mal ein Spielprinzip. Ja. Ich kenne das zum Beispiel halt von früher von Line Rider, hieß es, glaube ich, wo man so einen Schlitten da langfahren lassen müsste. Ich glaube, das könnte tatsächlich auch ein ziemlich cooles Spiel sein. Wenn das grafisch halt besser wäre. Aber, also. Nee, das ist ein Negativlift. Was ist denn Negativlift? Wo soll ich denn das wissen? Aber du bist bei Lift. Ja, aber. Du brauchst keinen Lift. Ja, aber den kann man da einbauen. Warum soll ich den nicht benutzen? Fahr doch einfach die Strecke. Das funktioniert jetzt bestimmt nicht, weil ich den Negativlift brauche. Crash! Da kam ein Krankenwagen vorbeigefahren. Was? Den habe ich gar nicht gesehen. Okay, also das Spielprinzip an sich ist ganz cool. Die grafische Umsetzung ist jetzt eher so meh, würde ich sagen. Also ich fände das, glaube ich, wenn das so richtig stilisiert wäre, so minimalistisch, dann fände ich das, glaube ich, wesentlich geiler als mit so diesen... Die Schrift sieht halt aus wie so ein Ballon. Dann diese Hintergrundgrafik, diese hässlichen Wolken. Was soll das Riesenrad da unten? Perspektivisch ist das scheiße. Und es macht halt keinen Sinn. Also es gibt halt irgendwie keine Möglichkeit. Was heißt keine Möglichkeit? Es wird ja eine Möglichkeit geben. Irgendjemand, obwohl, ich wollte gerade sagen, irgendjemand wird sich das wohl angeguckt haben, bevor die es veröffentlicht haben. Aber irgendwie glaube ich da doch nicht dran. Nee, ich glaube bei den Spielen wirklich mittlerweile im App Store, dass sich das niemand anguckt. Ja, ich muss aber sagen, Markus, so scheiße finde ich das nicht. Es ist natürlich... Alles andere als ein Spiel, was sich irgendwie lohnt. Aber bisher ist es das Einzige, was ein Spielprinzip hat. Bisher ist es das Einzige Richtige, was noch so als Spiel durchgehen könnte. Ich erinnere mich dran, ich hatte vor 10 Jahren, hatte ich mal so ein Handyspiel, wo du so Brücken bauen musstest. Kennst du das? Du musst auf jeden Fall so Brücken bauen, die halt nicht einstürzen. Gibt's das nicht sogar auch auf Bridge Constructor, auf der Switch und keine Ahnung, gibt's auch immer noch. Daran erinnert mich das ein bisschen. Tap to start. Mehr erklärt er einem auch nicht. Ne? Man hat jetzt einfach nur dieses Spiel. Tap to start. Hä? Warum sind das... Was ist denn das für eine Scheiße? Ach, musst du dich ducken, wenn so ein Bridge kommt? Aber was soll das? Das ist. Warum ist das so ein Mario? Fliegen einfach da rein. You win. Warum? Das ist ein
einfach alles. Das ist einfach alles. Aber da vorne kannst du rechts und links. Ich tapp nochmal. Aber warum sind das Marios? Weiß Nintendo das? Kennen die das? Ah, okay, du musst dich aufrecht hinsetzen, weil du sonst die Dinger nicht bekommst. Genau, ich muss die Münzen einsammeln und tappen, wenn da so ein Dings kommt. Da wird die Schiene auf einmal zur Poseidon-Schiene. Mack. Hä? So, das ist halt einfach so ungemein dämlich. Ach Leute, das kann man doch nicht ernst meinen. Das kann doch niemand ernst meinen, sowas. Und es kann doch auch niemand ernsthaft spielen. Das Ding ist aber wirklich, Markus, wir sind ja nicht die Zielgruppe für sowas, ne? Also, ja, aber ist denn für das ist doch keiner die Zielgruppe. Ich glaube aber, dass es ernsthaft Leute gibt und verbessert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Aber ich glaube, es gibt ernsthaft Leute, die halt sowas einfach nutzen, um quasi abzuschalten, irgendwie in der Bahn oder so. Ich nutze dann trotzdem lieber irgendwie Musik oder so. Das ist halt mein Vehikel, aber manche brauchen vielleicht auch komplett hirnlose Spiele, wo dein... Ja, aber dann kriegst du doch Augenkrebs von. Dann guck dir doch lieber lustige Katzenvideos an oder Scroll du kein Internet mehr hast. Oder scroll auf 9gag runter oder so. Keine Ahnung. Ja, ich sag ja auch nicht, dass ich so bin. Oh, Mario! Der eine ist weg. Ich hab den Pfeil berührt, der eine ist weg. Und der ist einfach verschwunden. Ja, nee, du bist einfach davor gefahren. Und jetzt kriegst du nur noch weniger Münzen. Das gibt's ja nicht. Und wenn alle drei weg sind, ist vorbei. Jetzt brauchst du dich aber bei dem linken mal nicht mehr ducken, wenigstens. So, kannst du das Spiel mal schließen? Auf die Art und Weise? Hab ich schon. Ich möchte es löschen. Entfernen. Nee, geh nochmal rein. Ich will wissen, ob wir was mit unseren Münzen machen können. Hat er jetzt bestimmt nicht gespeichert. Jetzt musst du einfach wieder... du hast die Münzen noch, aber du kannst damit nichts machen. Wenn wir auf die Münzen selber drücken, passiert auch gar nichts. Also komm, wir nehmen Get In Line. Das ist jetzt bestimmt gut. Ah, wieder Unity Engine. So. Aber da stand schon mal ein Entwickler mit bei. Bruti Full Games. Ja, aber das heißt ja schon mal was. Ne? Nicht, dass das Spiel einfach startet ohne Entwickler. Ist auch geile Augenkrebs wieder. Look through the menu options along the bottom or just jump in the hitting play. Don't forget to collect your daily login rewards, natürlich. Ja, aber guck mal, das macht schon mal einen besseren Eindruck jetzt. Ja, Spiel wirklich dafür gemacht ist, dir Geld aus der Tasche zu ziehen. So. Welcome to your first day. Let's not waste any time. Customers are already arriving. Guck mal. Das macht überhaupt keinen Sinn. Als würde sich ein Gast nicht reinsetzen, bis genug Leute da sind. Du fragst nach Logik in Handyspielen. Also der hier muss jetzt auch nach links. So, dann haben wir da jetzt drei. Halt dein Maul. So, ein bisschen nach rechts. Das sind drei, die müssen nach links. Weil es im hinteren Wagen nur, hallo. Ich will die nicht. Das macht aber auch. Warum sollte ich die drei jetzt nach rechts swipen? Weiß ich nicht. Mach's doch einfach. Der will dir was erklären. Guck, der erklärt dir nämlich, dass das jetzt nicht geht. Weil du da weniger Punkte bekommst, weil du die Gruppe auseinanderreißt. Ja, aber... Okay. Herr, beschwert euch nicht. So, die nach rechts. Was ist denn das für ein Mine-Train eigentlich? Oder ist das einfach nur die Parkbahn? Das ist die Parkeisenbahn. So, jetzt haben wir drei und danach zwei. Ja, die musst du... Nee, jetzt kannst du die nach links machen. So, die nach rechts. Kann ich nach rechts? Ja, die muss jetzt splitten. Muss ich jetzt splitten. Ja, halt dein Maul, fahr jetzt. Keine freie Platzwahl, du Arsch, ey. gut, dann kürzt du nach links, du kürzt nach rechts und ihr müsst wieder alleine fahren, ihr kommt dafür dazu. Toll. Ja, aber ich finde trotzdem, das macht immerhin schon mal einen sinnvolleren Eindruck, wobei das halt irgendwie nicht so spektakulär ist mit nur so zwei Dingern, ne? Ja, das also was hat denn das eigentlich für einen Zweck immer noch? Du teilst halt die Leute ein. Ja, aber was hat das für einen Zweck, dass da vorne vier und hinten drei? Und warum? Da hinten eine ungerade Zahl. Weil ist das eigentlich ein Endlos-System, was die ganze Zeit anhält, oder was? Ja. Ja, Markus, macht unnormal Spaß. Ja, ich merke das schon. Du kommst gar nicht davon los, deswegen... Ja, willst du mal? Ja, ich habe noch 30 Sekunden. Ich mache einfach mal weiter. Vielleicht passiert ja gleich noch was Spannendes. So, geht rüber da, den blöden roten, zack, zack, zack. Das ist aber eine geile Bewegung, die der hat. Aber warum gibt's eigentlich keine Single Rider rein? Da kommen doch Einzelne immer angelaufen. Ja. Komm, geh rüber,
Zack. Weil die könnten sich richtig viel Wartezeit sparen. Mit Fahrt weiter da jetzt hier. Hallo, time is up. So, vielleicht gibt es ja jetzt noch andere Level. Das war jetzt nur der Einstieg quasi. So, es gibt Rewards. So, wir haben 175 Dings. Noch mehr. Hä? Claim das eins? Ein Herz. Warum? Weiß ich nicht. Warum haben wir jetzt ein Leben verloren? So, das war jetzt Train. Space. Space gibt es so, sogar 1,5-fach. Muss aber erst. Freischalten. Pirate gibt's auch. Ägypten. Under the water. I'm under the water. Please help me. Please help me. Everest gibt's auch. Safari. Train. Scheiße, das muss man erstmal freischalten. Ja, komm, ich mache aber auch mal. Ja. Du sorgst dafür, dass Leute nicht mal im gleichen Zug sitzen. Das ist mir vollkommen egal. Für ein unfassbar mieser Ride Operator. Sollen einfach fahren da jetzt. Ja. Aber dann beschweren die Arschlöcher sich ja schon wieder. Sollen einfach fahren und mir nicht auf den Keks gehen. Komm, haut ab da. Komm, steig ein. Ihr Deppen in eurem lila Hemden. Ist hässlich. Die Tauben finde ich geil. Und die billige Grastextur hier unten. Das ist aber wirklich witzig. Boah, das, also wirklich, da sieht ja Parkitect besser aus. Parkitect hat wenigstens Stil bei der Grafik. Ja, spannend ist anders, würde ich sagen. Also das ist so ein Spiel, wir würden euch echt gerne die nächsten Level zeigen, aber ich glaube, wir haben da einfach nicht den Bock drauf. Boah, wer entwickelt sowas, wirklich? Das Ding ist halt wieder, das ist genau diese Hirnlos-Scheiße, von der ich vorhin gesprochen habe. Ne? Sitzt da irgendjemand zu Hause und denkt sich, boah, das ist eine geile Idee. Ich mache da jetzt schlechte Grafik, ein schlechtes Gameplay, eine schlechte Erklärung, mach Werbung dazu und setz das einfach in den Mobile-Shop, weil irgendein Idiot lädt sich das ja runter. Ja, wir machen es ja. Was macht man nicht alles, ne? Ich meine, die normalen Spiele wie Rollercoaster, Tycoon, Planet Coaster und so, das kennt ja jeder. Das kann sich ja jeder angucken und jeder weiß, wie die Spiele funktionieren. Ja. Und jetzt habe ich halt echt gedacht, so, es wäre mal eine coole Idee, sich Handy-Games mal anzugucken. Ja. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war für den Kopf von uns beiden, weil, also... Man muss schon komplett abschalten. Das hinterlässt Spuren. Das hinterlässt Spuren. Oh, ja. Und ich sage das einfach jetzt schon mal, wenn ihr mehr sehen wollt, tippt es da unten rein und so, ne? Dann kommt vielleicht irgendwann noch eine zweite Ausgabe. Wobei wir da echt gucken müssen, dass wir nicht dieselbe Kacke spielen. Also wir haben jetzt hier in dem Spiel locker 10, 15 Minuten. Zu lang für mich, zu lang. Ja, und wir haben halt nicht mal hier das zweite mit Space freigeschaltet. Was schade ist, weil das hätte ich mir echt gerne angeschaut. Das wäre auch total scheiße gewesen, aber... Ja, das Spiel macht zumindest einen ganz okayen Eindruck. Da hat sich jemand was bei gedacht. Das Spielprinzip ist mal was anderes. Aber also man hätte das halt wie immer besser irgendwie lösen können, dass du schnelleren Fortschritt am Anfang hast und dann kommt erst die Werbung und dann kommt erst diese Spirale, dass du Geld ausgeben musst, um mehr zu kriegen. Keine Ahnung. Idle Theme Park Tycoon. Weißt du, was ein Idle Game ist? Habe ich noch nie gespielt, ne? Vielleicht kennt das noch der eine oder andere. Früher gab es Cookie Clicker zum Beispiel. Das hat man sehr gerne im Mathe-Informatik-Unterricht genutzt. Wer ist das? Das ist der aus Jurassic Park. Ah. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre hier Sir John Connery. Ah, Sean. Sean Connery, meine ich ja. Nee, Idle Games ist auf jeden Fall, man tippt irgendwie die ganze Zeit rum und wenn man das Spiel schließt, macht der halt einfach weiter und am Ende machst du es irgendwie nach einem Tag wieder auf und dann hast du halt plötzlich 5000 Euro mehr und kannst neue Sachen bauen. Und das ist, glaube ich, das Spiel. Der Besucher hat sein Auto geparkt und einen Parkplatz besetzt, für den wir Geld nehmen. Und zwar für die Zeit der Nutzung. Ja, aber das ist ein cooler Grafikstil. Das sieht aus wie Parkitect. Das stimmt. Der Grafikstil ist cool. Der Grafikstil ist cool schon mal. Und den Eintrittspreis bezahlen. Wir müssen mehr Fahrgeschäfte bauen, um den Eintrittspreis erhöhen zu können. Aber was haben wir für einen Mini-Parkplatz? Also, ja, den brauchen wir bestimmt auch. Wir haben einen Freizeitpark und wir haben 6 Parkplätze. Da kommen also maximal 4x6, 24 Leute rein. Warte. Der alte Zentropark. Ja, gut, der Besucher hat seine Eintrittskarte und kann nun den Themenpark betreten. Und da war Geld. Wie Scheißstand. Ich kaufe ein Ticket bei einem Schießstand und muss mich dann in die Warteschlange begeben. Jetzt kann er die Attraktion genießen.
Warum haben wir eigentlich direkt ein Helipad am Eingang? Sind wir so drüber, dass wir direkt mit dem Heli ankommen oder was? Aber ist auch hier, total geil. Das hier sind doch bestimmt schon Felder, wo man dann was hinsetzen kann. Ja, 100%. Also bisher haben wir nur auf die Mitte des Bildschirms gedrückt, weil ihr, also ihr seht das hier nicht. Aber ich sag ja, das ist halt ein typisches Idle-Game. Und spielt sich von selbst. Ne, das spielt sich quasi von selber, wenn man... Ah, Gummienten! Verbessern. Dann müssen die nämlich mehr zahlen. Nee, komm, auf 10. So. Ja, wie du schon sagst. Ja, Tipp auf den Parkplatz, um mehr Parkplätze zu machen. Wie viel Geld haben wir denn? 100. Ja, können wir nicht. Ja, sollen die halt mehr schießen. Radiokampagne ist effektiver als eine Zeitungskampagne. Und beide sind aus dem letzten Jahrtausend. Die geht auf mich. Alter, das ist voll der Bro. Matt Johnson. Geil, aber guck da, 60 Minuten. Ne? Also in den nächsten 60 Minuten verdient der Freizeitpark jetzt quasi selber das Geld. Es kommen mehr Besucher und du musst halt nichts machen. Ja. Du kannst halt jetzt das Spiel schließen und nach einer Stunde aufmachen und dann ist die Kampagne halt durchgelaufen und du hast mehr Besucher. Riesige Schlange, wir brauchen jetzt schon einen neuen Eingang, Alter. Also, okay, der Eingang, schau mal, das ist nur einer. Ach so, Eingang verbessern. Nee, wow. Wir müssen erst einen neuen Ticketschalter bauen. Oh, ich hab auf Bauen gedrückt. Ja, jetzt haben wir schon zwei Ticketschalter nebeneinander. Ja, ne, jetzt tippst du halt da auf die Sachen, also, verbesserst die, auf Platz 11. Nimmst halt die ganze Zeit Geld ein und das ist halt quasi kein richtiges Spiel so an sich, sondern das ist halt diese Fortschrittsspirale, ne, du machst das halt auf, tippst halt so ein bisschen rum, ein paar Minuten lang oder fünf Minuten lang machst. Wie du siehst, hier unten kommt die ganze Zeit jetzt 3 Euro rein, weil ja. Aber das baust, baust halt neue Sachen, erweiterst halt die ganze Zeit. Klar hat das am Ende halt nicht irgendwie einen großen Sinn oder sowas, aber das ist halt zum Beispiel so ein Zeitvertreibsding, wenn du jetzt 15 Minuten mal mit dem Bus fahren musst. Ja, aber das Problem ist, hier, schau mal. Ja, natürlich. Ne? Das, was mich hieran stört, ist, dass du in diesem Spiel keinerlei Technik hast oder so, weil dir halt alles vorgegeben wird. Ja, ja, ne, du halt tippst nur. Das ist das Einzige, was du machst, ist tippen. Ja. Kannst halt nicht irgendwie was Cooles machen oder so. Was gibt's denn hier sonst noch? Achso, das ist unser Park. Ja, genau. Okay, das können wir hier bei Geschäftsführer machen. What, Sydney? Einstellen für 10 Euro, auf gar keinen Fall. Stell dich selber ein, du Penner. So, verbessern, Warteschlange verlängern. So, dann können wir mehr warten. Hier, zack, gib mehr Geld aus für Entchen, schießen. So, jetzt haben die Gewehre. Ah, aus Gummienten haben wir Gewehre gemacht. So, wir geben jetzt ganz viel aus. So, zack. So, ist die Warteschlange auch länger geworden? Nö, ist nichts passiert eigentlich. Ja, ja, das ist also ein typisches Idle-Game. Ja, Grafikstil ist cool, aber... Ja, sieht cool aus, macht einen guten Eindruck. Man muss auf diese Art Spiel halt stehen, sonst macht das halt echt überhaupt keinen Sinn. Ja, ich würde sagen, wir beenden das Ganze eigentlich mal. Ja. Was kommt am Ende bei raus? Es gibt eigentlich... echt super viel Müll in den App Stores. Da war kein Spiel dabei, was irgendwie spielerischen Anspruch hat. Was grafisch war jetzt hier dieses Idle-Dingensbummes-Theme-Park. Das hatte einen schönen Stil. Hatte immerhin einen schönen Stil. Dieses Get in Line sah noch okay aus. Alles andere sah katastrophal schlecht aus. Wie, weiß ich nicht, nicht mal PlayStation 1-Zeiten. Man wird mit Werbung überschüttet. Das Spielprinzip ist halt immer kacke. Ja, vor allem wenn das Spiel an sich dich nicht dazu bringt, Werbung anzuschauen, dann hast du grundsätzlich eben Echtgeldtransaktionen, die das Ding beschleunigen. Das hattest du bei dem Get-in-Line-Ding hattest du das relativ stark und du hattest das jetzt gerade bei dem letzten, bei dem Idle-Game. Ja gut, diese Idle-Games leben halt irgendwie davon. Ne? Das ist halt einfach diese Fortschrittsgier quasi. Investier hier mal 2 Euro und dann kannst du... genau. Also die Spiele wirklich überhaupt keinen Anspruch, aber dann waren sie halt dazu auch noch unfassbar beschissen erklärt. Es ist schön, dass du halt reinkommst. Ich meine, was halt auch beschissen erklärt ist, ich habe hier gerade liegen, ist beispielsweise Elden Ring. Ja, das ist jetzt hier vielleicht Werbung, aber unbezahlt. Das Spiel ist scheiße erklärt. Das ist aber das Konzept von denen. Und
Und es lebt davon, dass du was entdeckst, aber es gibt ja nichts zu entdecken. Und es gibt nichts, wo du denkst, das ist... Es gibt ja nicht mal Gameplay. Es gibt ja nicht mal richtig was man da macht, was man spielt. Man tippt ja immer nur doof. Also da gibt es ja nichts mit Anspruch irgendwie. Man muss dafür nichts können. Man muss sich nicht konzentrieren. Das sieht scheiße aus. Es ist, man muss es einfach sagen, es ist einfach scheiße aus der Hölle. Mal 1000 in den... App Stores dieser Welt ist, glaube ich, 99,99999999999999% einfach nur Müll drin. Wenn ihr auf dem Handy was mit Freizeitparks und Achterbahnen spielen wollt, dann nehmt euch Rollercoaster Tycoon Classic. Ja. Oder wenn es sein muss, Rollercoaster Tycoon Touch hieß es, glaube ich. Ja, genau. Aber ansonsten habe ich bis jetzt noch kein Handyspiel gefunden, was irgendwie cool ist. Ja. Vielleicht habt ihr ja eins, was sich lohnt, was cool ist auf dem Handy, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, nochmal so einen Quatsch zu sehen, dann schreibt auch unten in die Kommentare. Oder oder wenn ihr auch so ein Casual-Game habt, wo ihr sagt, das gibt's vielleicht für die PlayStation oder für die Switch, genau, oder so, andere, was irgendwie so ein paar Euro kostet. Wir testen es gerne mal aus. Ich habe mir tatsächlich auch schon eine Liste gemacht. Ich habe auch Spiele, ganz viele schon zu Hause auf diversen Konsolen, die mit Achterbahnen und Freizeitparks zu tun haben. Ich habe jetzt aber gedacht, man startet mal besser mit Mobile Games, weil da kann sich jeder alles runterladen quasi, wenn die nichts kosten. Wenn ihr Vorschläge habt, schreibt es unten rein. Schreibt unten rein, wie euch das Ganze gefallen hat. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich übernehme das jetzt einfach mal für den Markus, weil der gerade den Hopfenblütentee leert. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt leer, also ist das Video jetzt auch vorbei. Ende aus, Mickey Maus jetzt hier. Ansonsten abonnieren, Glocke drücken, teilen, was auch immer. Ne? Ihr kennt die ganze Nummer. Und Spaß in den Freizeitparks dieser Welt haben. Die Saison ist wieder am Start, also abgehen. Genau. So. Macht's gut. Ciao.